HiKOF.dl steht für hochinformatives und kompetenzorientiertes Feedback für das digitale Lernen. Es ist ein Projekt, welches vom DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, sowie dem Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie der Goethe-Universität und Studium Digitale der zentralen E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität umgesetzt wird. Durch die Covid-19-Pandemie sind die Datenbestände der Online-Lehrer rasant gestiegen. Ziel des HiKOF.dl-Projekts ist es, diese Datenbestände mittels künstlicher Intelligenz zu analysieren und in hochinformatives und kompetenzorientiertes Feedback für Studierende umzuwandeln. Mein Name ist Hendrik Draxler, ich bin Professor für Educational Technologies und Learning Analytics am Leibniz-Institut DIPF und wissenschaftlicher Direktor der zentralen Innovations- und E-Learning-Einheit Studium Digitale an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie müssen sich aktuell vorstellen, dass in einer Vorlesung, einer Einführungsveranstaltung 650 bis 1000 Studierende auf einen Professor, drei Tutoren und ein kleines Lehrteam trifft. Und dort können Sie natürlich kein individuelles Feedback anbieten. Und genau hier wollen wir den Unterschied machen durch die Auswertung von Prozessdaten und Lerndaten mit speziellen Lernaktivitäten, die wir gebaut haben, den Studierenden sehr zeitnah handlungsorientiertes und hilfreiches Feedback zu geben, sodass sie während des Studiums und während der Lehre wissen, wo sie stehen und wo sie sich verbessern müssen, aber auch am Ende mit der Klausur genaue Informationen bekommen, welche Teilkompetenzen sie erlernt haben, welche sie gemeistert haben und wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt und damit über nur eine Note hinausgehen. HiKOF.dl erforscht keine grundständig neuen Interventionen, sondern nutzt bereits etablierte Open-Source-Softwarelösungen von der internationalen Learning Analytics Community sowie aus erfolgreichen BMBF-Projekten, kombiniert diese miteinander und bringt sie zur Anwendung. Das HiKOF.dl-Projekt legt damit den Fokus auf Weiterentwicklung und Verbesserung der Online-Lehre und deren Transfer in die Lehr- und Lernpraxis. Dr. David Weiss ist einer derjenigen, die diesen Transfer trotz diverser Hürden meistert. Ich bin Abteilungsleiter in der Medientechnologie bei Studium Digitale und wir arbeiten in HiKOF an der technischen Umsetzung und sind dafür verantwortlich, den Technologietransfer in die Praxis zu gewährleisten. Die technologischen und infrastrukturellen Herausforderungen von dem Projekt sind in erster Linie, würde ich sagen, in der Integration von mehreren Technologien. Dadurch, dass die Lehre auf sehr viel unterschiedlichen Plattformen stattfindet, Lernplattformen, verschiedene Autorensysteme etc., kommt es darauf an, sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden eine einheitliche Nutzererfahrung zu generieren. Und da liegen hier in dem Projekt die Herausforderungen, weil es eben eine komplexe Aufgabe ist, das Feedback aus den gewonnenen Daten zu generieren. Das neu entstandene Feedback-System wird in der Goethe-Universität implementiert und wurde bereits in einer der größten und hinsichtlich der teilnehmenden heterogensten Vorlesungen der Universität, die vom Professor Dr. Andreas Frey gehalten wird, evaluiert. Da hat man natürlich die Herausforderungen dabei, dass wir nicht mehr Arbeit erzeugen für die Dozierenden, um in der Anwendung auch reinzukommen. Und gleichzeitig können wir aber auch ganz viel damit gewinnen, wenn wir das hinbekommen. Weil man sieht es ja vielleicht hier im Hintergrund, in diesem Hörsaal halte ich normalerweise eine Großveranstaltung und da ist es einfach unmöglich, den Rückmeldungen zu ihrem eigenen Lernen, zu ihren Bemühungen zu geben, vielleicht auch Hinweise zu geben, was sie toll gemacht haben, weiter so machen sollen, was sie vielleicht noch verbessern können. Das kann so nicht stattfinden auf einer individuellen Ebene und da hilft natürlich dann auch die KI dabei und das probieren wir in dem Projekt hier aus. Das erste Mal angewendet wurde das neuartige KI-gesteuerte Feedback-System im Wintersemester 2021/22. Dadurch konnten bereits die ersten Reaktionen der Studierenden erfasst werden. Im letzten Semester haben sie nicht großartig anders reagiert als in den Semestern davor und das ist schon mal eine ganz gute Nachricht, weil so eine Großveranstaltung will orchestriert sein, auch aus einer didaktischen Sicht. Das heißt, es müssen die Ziele am Anfang, die müssen zu den Lerngelegenheiten passen, die man, um die Ziele zu erreichen. Man muss es später prüfen. Und das ist hier, wo wir es probiert haben in der Lehrveranstaltung, die ist seit mehr als 10 Jahren gewachsen. Die funktioniert sehr gut und wir haben ganz viele neue Elemente reingemacht und haben keine spürbaren Schleifgeräusche produziert. Und wie das differenziert aussieht, das werten wir momentan gerade aus.
hinsichtlich auf die emotionalen Effekte bei den Studierenden, auf die motivationalen Aspekte und natürlich auf die Lernergebnisse am Ende. Vor dem Analysieren der Daten stand aber bereits das Erheben. Immer wenn vertrauliche Daten gespeichert und weitergegeben werden, sollte dies auf eine sichere Art und Weise und für die Beteiligten transparent geschehen. Weshalb wir uns hier auch an dem Ansatz von Trusted Learning Analytics orientieren, wo es eben darum geht, alle Teilnehmenden von Anfang an mit in den Prozess einzubeziehen und transparent darzustellen, welche Daten erhoben werden und wie sie verarbeitet werden und aus welchem Grund. Das trägt vor allen Dingen für die Akzeptanz bei dem Einsatz von Learning Analytics bei, wodurch eben die Nutzer und Nutzerinnen direkt erkennen, weshalb es gut ist, die Daten zu erheben und was man selber davon hat. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des DIS3-Förderprogramms der Hessischen Landesregierung. Weitere Informationen zum Projekt heikof.dl finden Sie unter www.dipf.de. Als fachlicher Ansprechpartner steht Ihnen Prof. Dr. Hendrik Draxler zur Verfügung. Presseanfragen beantwortet Anke Wilde.